Hallo und herzlich willkommen im Car Ranger Einblick. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf diesen 2012er Mercedes-Benz S350 Bluetech. Die S-Klasse, die wir uns heute anschauen, gehört zur Modellfamilie W221. Ja, kam 2005 als neunte Generation der S-Klasse auf den Markt. Die S-Klasse ist quasi das, was Mercedes auszeichnet und wo sie alles reinbauen, was in einen Mercedes gehört. Ja, von 2005 bis 2009 gab es die Vorfestmodelle und dann ab 2009 bis 2013 die Modellpflege. Ja, und hier haben wir einen 2012er, der also eindeutig dazugehört. Und in dieser Bauzeit zwischen 2005 und 2013 sind über eine halbe Million davon vom Band gelaufen. Es gibt also viele für euch, die ihr euch gebraucht kaufen könnt. Und wir schauen heute mal, was taugt das Auto so? Erstmal, wie sieht es aus? Was habe ich im Innenraum für eine Opulenz in der S-Klasse? Wie fährt es sich denn? Ja, und ist das Ganze auch irgendwo bezahlbar? Wir fangen also beim Design an. Ja, und Anfang der 90er mit dem W140 hatte Mercedes ein kleines bisschen übertrieben. Für die europäischen Straßen war das Auto leider nicht geeignet. Es war so groß, dass man Peilstäbe hatte. Ja, mit dem 220er ist man dann ja sehr dezent geworden, hat sehr viel reduziert. Ja, und dann kam dieser 221 und alle denken, wow, das ist wieder eine richtige S-Klasse, hier ist wieder deutlich mehr Auto, aber eigentlich ist der im Vergleich zum W220 gar nicht so viel gewachsen, sondern es liegt an den Formen, dass dieses Auto deutlich, deutlich größer wirkt. In dem Fall haben wir das Facelift, da ist der Grill noch ein Tick größer und wir sehen auch hier, dass wir die Distronic, also die Abstandsregelung haben. Wir haben auch diese anderen Frontscheinwerfer mit der Modellpflege bekommen, die LED-Tagfahrlicht, LED-Blinker und andere Elemente haben und wir haben hier ganz, ganz viele LED-Lichter, sodass vor allem nachts ja das Auto sehr, sehr auffällig und sehr augenscheinlich irgendwo ist. Und er ist auch ein kleines bisschen spitzer mit der Zeit geworden. Aber insgesamt, ja, sehr, sehr viel Auto. Eine S-Klasse ist halt sehr, sehr stattlich. Das sieht man auch, wenn man hier mal so über die Haube schaut, hat man erstmal diese Lüftungsgitter, dass die Abluft irgendwo weg kann. Bei der S-Klasse hat man eine sehr, sehr große Motorenvielfalt. Es sollte auch die sparsamste Limousine werden mit einem Vierzylinder-Diesel. Wofür sich sehr, sehr wenige Kunden entschieden haben. Nämlich eine S-Klasse für Wirklichkeit Vierzylinder-Diesel, sondern eher vielleicht ein V12 Beat-Hobo. Und dann muss natürlich die Luft irgendwo hin und deswegen gibt es unter anderem hier diese Lüftungsgitter. Aber auch wenn man weiterschaut, sieht man hier auf der Scheibe zum Beispiel, dass wir ein ganzes Arsenal von Assistenzsystemen haben und wir haben die ganzen Kameras. Und wie gesagt, in eine S-Klasse wird einfach alles reingepackt. Denn wenn man dann mal so die Seite anschaut, beziehungsweise wenn man erstmal hinkommt, hat man hier dieses riesige, riesige Rathaus, was wir aber hinten ganz genauso haben. Dann merken wir, dass das halt unglaublich viel Auto ist. 5,10 Meter ist das Ganze lang. Bei 5,10 Meter kriegt jetzt der eine oder andere dann Angst, ja, aber dann kommt nur eine Windböe und es weht mich zur Seite. Wie gesagt, Mercedes packt alles rein, was es irgendwie gibt. Und in dem Fall war die S-Klasse das erste Auto mit einem Seitenwindassistent, wenn man sich zusätzlich noch das Active Body Control Fahrwerk gegönnt hat, also sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen hat. Ja, 5,10 Meter lang, 1,87 breit, ist für heutige Verhältnisse gar nicht so breit, also eine E-Klasse ist ungefähr genauso. Aber man hat da diese lange, geschwungene Form nach hinten. Man merkt auch, das Platzangebot hier hinten steht gar nicht so im Vordergrund. Im Vordergrund sind die Personen, die im Fond sitzen und den Komfort haben und halt, dass ich ganz, ganz vorne ja, die langen Strecken genießen kann. Hier hinten diesen ja, Schultermuskel bei Mercedes gab es da noch nicht so ausgeprägt, der wäre weiter nach hinten gezogen. Man hat halt dieses sehr, sehr ausgestellte Rathaus. Das wirkt vor allem in Kombination mit großen Rädern und einem AMG-Parkhüt natürlich sehr, sehr stattlich. Und wenn man dann dem Ganzen tatsächlich bis zum Ende irgendwo gefolgt ist, hat man hier auch nochmal ein ganz eindeutiges Indiz dafür, dass es ein Modellpflegemodell ist. Wir haben nämlich andere Rückleuchten, auch die haben wir nochmal diese verschiedenen LED-Elemente und ich persönlich finde sie sehr, sehr schick. Sowohl vorne als auch hinten haben die Scheinwerfer eine deutliche Aufwertung für das Auto bedeutet. Es gibt natürlich auch einen Kofferraum. Da wäre jetzt die Grundsatzentscheidung schon mal, habe ich eine Kühlbox bzw. einen Kühlschrank oder nicht? In dem Fall haben wir ihn nicht. Das bedeutet, wir haben 560 Liter Kofferraumvolumen. Das sind im Vergleich zu einer E-Klasse, egal ob 211 oder 212, nur 20 Liter mehr. Und ja, 590 Kilo oder ähnliches, die ich hier reinladen kann, also als Mafia-Boss kann man etwas wegpacken und man hat natürlich auch hier hinten Haken, man hat einen Haken auf einer Seite, um seine Einkaufstüten zu befestigen. Was man im Vergleich zu einer E-Klasse nicht hat, ist die Möglichkeit, von hier jetzt seine Rücksitzbank umzuklappen und allgemein sind die praktischen Vorteile da sehr, sehr eingeschränkt. Was wir hier haben, einmal die Möglichkeit, unseren Kofferraum elektrisch zu schließen oder ihn zu schließen und dabei auch gleich das Auto zu verriegeln, da wir in diesem Auto auch ja, die Möglichkeit von Keyless Go und Keyless Start haben.
Mit dem Kofferraum beschäftigt sich aber eigentlich bei einer S-Klasse jetzt nicht wirklich jemand, sondern eher mit der Rückbank, denn der Boss sitzt bekanntermaßen hinten. Wenn man als Chef hinten einsteigt, wird dann wahrscheinlich die Tür aufgemacht. Wenn man es aber selber tut, merkt man, dass man hier eine sehr, sehr mächtige, große Tür hat. Und damit sie leicht zugeht, hat man hier auch Soft Close. Das übernimmt natürlich das Auto für mich, die Tür zu schließen. Das Auto übernimmt auch für mich, dass wenn ich als Fahrer einsteigen möchte, ich immer eine sehr, sehr bequeme Position habe. Bedeutet für mich hinten erstmal, dass der Fahrersitz ganz hinten eingestellt ist. Bei den meisten Autos würde das jetzt bedeuten, dass ich überhaupt keinen Platz habe. Das heißt, der Sitz auf der hintersten Position und ich habe immer noch mehr als genügend Raum für meine Knie und der Fahrer wird jetzt im Normalfall noch eine ganze Ecke weiter mit nach vorne fahren. Ich sitze auf jeden Fall unglaublich weich und falle hier erstmal in den Sitz rein. Habe auch Ablagemöglichkeiten noch und nöcher, auch hier in der Mitte. Ich habe meine eigenen Klimadüsen nicht nur in der Mitte, ich habe sie auch hier in der B-Säule. Ich habe natürlich auch eine Mittelarmlehne. Ich habe natürlich auch seitlich sehr, sehr viel Platz. Das sind jetzt erstmal keine großen Überraschungen. Mercedes typisch oder was ich auch beim 211 hatte, ist, dass meine Kopfstützen komplett plan nach hinten umklappen, was gut für die Übersichtlichkeit ist. Ich müsste sie erstmal hochklappen, okay. Dann richtige S-Klassen-Überraschungen sind aber auch die Features, die ich hier in der Tür habe. Also erstmal, ich habe hier meine Sitzheizung, okay. Ich habe dahinter die Silhouette von meinem Sitz, habe aber keine Sitzverstellung. Ist merkwürdig, dass man das da darstellen muss. Aber interessanter wird es hier bei meinem Fensterheber. Das heißt, es sieht aus wie ein normaler Fensterheberschalter. Ich kann aber, wenn ich ihn noch ein weiteres Mal antippe, auch meine Rollos nach unten und wieder nach oben und wieder nach unten fahren lassen. Denn ich will ja nicht von Hand hier sowas hin und her ziehen. Und ich habe auch eine Möglichkeit, mein Heckrollo hoch und runter zu fahren, indem ich hier einfach tippe, denn ich möchte das ja nicht dem Fahrer überlassen, sondern möchte hier selber die Möglichkeit haben. Und in der Tür gibt es natürlich auch noch einen kleinen Ascher, wenn ja der Chef von heute dann doch noch tatsächlich rauchen möchte. Die Materialien fühlen sich dabei natürlich unglaublich wertig an. Es handelt sich ja schließlich auch um das Topmodell von Mercedes und da bekommt man auch genau das, was man erwartet. Auch wenn man sich die Türscharniere und Ähnliches anschaut, ist das alles unglaublich stabil. Das ist also hier hinten ein Ort, an dem man sich wohlfühlt und das wohlgemerkt bei der hintersten Sitzposition. Das heißt, das Auto möchte es dem Fahrer sehr, sehr angenehm machen. Und wie angenehm, schauen wir uns jetzt mal an. S-Klasse fahren soll ein Erlebnis sein und das fängt schon an bei den ja sehr, sehr massiven Einstiegsleisten, bei der großen, schweren Tür, auch wie sie schließt und dann bei diesen Sitzen. Während man zum Beispiel bei E- und C-Klasse den Sitzen noch ja, große Ähnlichkeit unterstellen kann, merkt man spätestens hier, dass man ganz, ganz oben in der Nahrungskette angekommen ist und da gibt es am Sitzkomfort überhaupt nichts zu rütteln. Für die, die dann halt klassisch den Sitz alles einstellen wollen, wird es dann schon ein bisschen schwierig. Das heißt, man hat Mercedes typisch seine Sitzeinstellung hier. Also ich kann nach oben, unten, vor, zurück meine Memory-Funktion. Ich kann das Ganze auch beheizen und belüften. Wenn ich dann allerdings ein bisschen spezieller unterwegs sein möchte, zum Beispiel meine Lordosenstütze, dann bin ich tatsächlich hier oben im Display unterwegs. Das heißt, dann nehme ich meinen Drehrückschalter, der damals mit dem 221 eingeführt wurde, gehe oben auf mein Menüfahrzeug und klicke mich dann durch die verschiedensten Menüs und gehe zum Beispiel auf meine Lordoseneinstellung und merke in dem Moment, wo ich hier etwas bewege, auch schon, wie das Auto das Ganze umsetzt und kann dadurch natürlich zwischen Fahrer- und Beifahrersitz wechseln. Ja, das System an sich bei Mercedes wurde hier in dem Modell eingeführt, dann natürlich auf alle kleineren Baureihen mit nach unten gebrochen, denn die S-Klasse ist ja der Mercedes schlechthin und ist, was das Thema Bedienung angeht, ein riesen, riesen Fortschritt gewesen. Und vor allem auch für das Cockpit hier ein riesen Fortschritt, denn es ist sehr, sehr aufgeräumt, vor allem hier in der Mitte. Man hat hier also diese Klimasteuerung, was nur eine einzige Schalterleiste ist. Man hat hier den Drehrückregler, mit dem man alles machen kann und die sehr, sehr große Mittelarmlehne, die aus meiner Sicht einen sehr großen Vorteil hat. Sie ist nämlich beidseitig angeschlagen. Das heißt, ich kann jetzt in eine Richtung öffnen, ich kann sie aber auch in die andere Richtung öffnen. Das bringt einen großen Mehrwert und ich habe ein sehr, sehr tiefes Fach. Ja, und diese aufgeräumte Optik ist das, was die S-Klasse ausmacht. Ich habe alle Möglichkeiten, etwas einzustellen, wenn es mich wirklich interessiert. Aber 99% der Zeit will ich einfach nur die Fahrt genießen und genieße dann, dass ich halt einfach wenig an ja, sichtbaren Funktionen habe. Ich habe zum Beispiel hier unter meiner Handauflage dann die Tasten oder dieses Telefonnummernpad und nicht irgendwo in der Mitte, wo ich sehen kann. Da habe ich eine schöne analoge Uhr und diese Lüftungsregler, das kennt man zum Beispiel aus dem CLS, da ist es ganz genauso. Und wenn ich dann mal nach vorne schaue, hat man einerseits das sehr, sehr gut und weich anzufassende Leerlenkrad, wobei auch hier der Pralltopf so schön vernäht ist. Andererseits halt das Kombi-Instrument. Und der linke und der rechte Bereich ist eigentlich nur
analog und wird hintergrundbeleuchtet. Das in der Mitte ist tatsächlich voll digital, unter dem Hintergrund, dass ich hier einen Schalter habe mit einem kleinen Mond drauf. Und das ist tatsächlich mein Nachtsichtassistent. Das war 2005, als es rauskam, das erste Auto mit einem Nachtsichtassistent, der mein Abblendlicht ist ungefähr 60 Meter, die ich sehen kann. Und das mit Infrarot sind 120 Meter. Alle anderen Materialien, egal ob es hier die Tür ist, wie es rumgeführt ist oder vor allem auch hier dieses, ich nenne es jetzt mal Revolverfach, was ich hier in der Tür habe, das ist halt einfach unglaublich weich, fühlt sich gut an. Die Harman-Kardon-Boxen sind so groß, dass ich jetzt schon weiß, ich werde guten Sound erwarten können. Oder auch wie das hier in der Mitte von hier. Das ist halt einfach eine S-Klasse. Der höchste Vorwurf, den man machen kann, ist, dass diese modernsten Technologien mit Displays überall, das habe ich nicht. Es ist halt einfach sehr, sehr klassisch und stilvoll eingerichtet. Das merkt man zum Beispiel auch hier bei solchen Fächern, dass sie auch noch mit demselben Stoff vom Dachhimmel vernäht sind. Und nicht nur ich habe hier vorne einen Spiegel, sondern zum Beispiel auch wenn ich hinten sitze, habe ich im Dachhimmel noch extra kleine Spiegelchen, die ich nehmen kann, damit auch die Personen, die hinten sitzen, ja, dass nicht nur die S-Klasse gut aussieht, wenn man ankommt, sondern dass auch die Mitfahrer gut aussehen. Ankommen werde ich, denn wir haben hier, was den Motor angeht, einen echten Klassiker von Mercedes und den schauen wir uns jetzt mal zusammen an. So besonders eine S-Klasse auch ist, so ein paar Dinge teilt sie sich halt mit den normalen Mercedes-Modellen. Das fängt dabei an, wie ich meine Motorhaube entriegel und geht dann damit weiter, was ich hier für einen Motor bekommen habe. Das könnte man jetzt als Nachteil sehen. Aus meiner Sicht ist das der größte Vorteil von dieser S-Klasse. Wir haben hier einen OM642. Das ist ein Dieselmotor von Mercedes, den es ab 2005 gab. Und das hier ist die letzte Ausbaustufe. Es gab mal auch welche mit 224 PS. Es gab mal auch welche mit 265 PS und Euro 5. Das ist die Variante mit Euro 6. Und deswegen hat er auch den Beinamen BlueTech, denn er benutzt AdBlue. So, wir haben also 258 PS, die der 3-Liter Diesel zusammenwuchtet. Viel wichtiger aber noch 620 Newtonmeter und die brauche ich auch bei einem Leergewicht von 1995 Kilo. Also so dieser typische Begriff, ein 2-Tonnen-Auto trifft hier sehr, sehr gut zu. Reicht trotzdem, um natürlich die 250 zu erreichen und vor allem auch um in 7,1 Sekunden auf 100 zu kommen. Sehr ambitioniert hingegen finde ich die Verbrauchsangabe von Mercedes, 6,2 Liter. Das kann man sicherlich auch mal schaffen bei Tempomat 100. In der Praxis liegt man dann so bei 8 bis 10 wahrscheinlich eher, je nachdem wieder, was man für einen Anwendungsfall hat. In jedem Fall ist es der vernünftigste Motor für eine S-Klasse. Es gibt natürlich viel größere, die auch viel mehr verbrauchen und der Vierzylinder-Diesel ist dann vielleicht auch ein bisschen unangemessen für eine S-Klasse. Ja, man bekommt hier ja auch die 6, 8, 12 Zylinder. Wenn man zum Beispiel aber einen 65 AMG haben möchte, braucht man zwingend die Langversion. Die Langversion ist 12 cm länger, ist hinten bei der Tür verlängert. Das heißt, wenn man ein richtiger Chef ist und da bequemer sitzen will, will man natürlich den 65 AMG, nicht den 63 und hat die 70.000 Euro Aufpreis beim Neuwagen natürlich gerne bezahlt. Hier in dem Fall kurze Version, 6 Zylinder Diesel. So ist es vernünftig, wenn man reisen will. Und auch diese Motoren sind dafür bekannt, für nichts bekannt zu sein, nämlich für keine Probleme. Es gibt zum Beispiel ein Thema wie den Ölkühler, der früher oder später kommt und zu machen ist und einfach aufgrund des Aufwands, wie ich ihn tausche, weniger aufgrund der Teilekosten ein Problem macht. Und dann bin ich in der freien Werkstatt mal so 1500 Euro los. Nagelt mich nicht fest, das war leider kein Preisangebot für euch. Aber ansonsten gibt es hier wenig. Auch die Turbolader halten lange durch. Die 7 G-Tronic Plus hält lange durch und es macht einem alles wenig Kopfschmerzen. Wir haben hier also einfach ein super Langstreckenauto. Und wenn es dann doch mal zerlegt und verschrottet werden muss, 2005 war die W221 S-Klasse das erste Auto, was vom TÜV Süd auf Umweltverträglichkeit bzw. die Recyclingfähigkeit der Materialien zertifiziert wurde. Und das ist auch ein tolles Gefühl zu wissen, dass wenn man unterwegs ist, man nicht selber nur sicher ist, sondern auch im Fall der Fälle das Auto recycelt werden kann. Ansonsten die Kleinigkeiten hier natürlich, ich habe Start-Stopp, das geht ein bisschen mehr auf die Batterie, sowas kommt früher oder später mal auf mich zu, auch das die Batterien ein bisschen teurer in der Anschaffung sind alles Dinge, mit denen man leben muss. An sich hat man hier halt solide Mercedes-Technik in einem großen, bequemen Auto. Und wie groß und bequem das Ganze ist, finden wir jetzt zusammen mal auf der Straße raus. Dann sind wir unterwegs im W221 Facelift und so ein kleines bisschen wie auf einer Wolke unterwegs zu sein, denn alles geht einfach leicht und unbeschwert. Das heißt, wenn man die Tür zumacht und sich anschnallt, fährt man erstmal zum Lenkrad und das Lenkrad fährt dann runter und man kommt in sowas wie eine Sitzposition herein. Ja, und dann geht es auch schon direkt weiter. Man dreht zum ersten Mal am Lenkrad und es geht einfach unglaublich unbeschwert. Und dann, wenn man
beschleunigt. Ich kenne den Motor gut, ich kenne das Getriebe gut. Man nimmt einfach nichts davon wahr. Man ist von der Außenwelt abgeschottet. So, und ob man jetzt ein bisschen ja, sich Musik über die Harman-Kardon-Anlage auf die Ohren gibt oder ob man sich mit seinem Mitfahrer unterhält oder ob man einfach nur seine Ruhe genießt, ist völlig dahingestellt. Wir fahren 80 und wir haben 1200 Umdrehungen und hören einfach gar nichts von der Umwelt. Und das ist die riesengroße Stärke, S-Klasse zu fahren. Alle, die genau das möchten, haben eigentlich kaum eine andere Wahl als eine S-Klasse. Wenn man sagt, ja, aber ich möchte doch mitkriegen, was um mich herum passiert. Ich will involviert sein. Ich will das Gefühl haben, Auto zu fahren. Ja, dann brauchst du definitiv ein kleineres Auto oder keinen Mercedes. Denn hier ist man einfach von allem entkoppelt. Ja, natürlich habe ich immer noch eine gute Rundumsicht. Mein Auto warnt mich. Vor allem mein Auto sagt auch, welche Verkehrszeichen gerade aktiv sind. Und erkennt auch die Linien und möchte mich in den Linien halten. Und die ja, Übersicht ist tatsächlich für ein so großes Auto gut. Natürlich ist es beim Anparken ein bisschen unhandlicher. Und die Rückfahrkamera ist in dem Fall tatsächlich ein sehr, sehr sinnvolles Extra. Aber gemessen an der Größe passt das schon ganz gut. Wer zum Beispiel ja so mal im W140 gesessen hat, dieser alten, barocken, uralt S-Klasse für die meisten, für mich stilvollen Klassiker, ja, da merkt man, was ein großes, unhandliches Auto ist. Hier, wir haben 11,8 Meter Wendekreis, was für ein Mercedes vieles, für eine Luxuslimousine wenig ist. Und man gleitet einfach dahin und kann alles genießen. Und beim Genießen ganz wichtig ist halt für mich, dass der Innenraum so wunderbar reduziert ist und auch die ganzen digitalen Anzeigen stören nicht und sind nicht so unpassend, sondern das fügt sich gut ins Bild ein, einfach weil man zum Beispiel auch diese analoge Uhr hat. Ja, und dann irgendwann, wenn man mit dem ganzen Geschwafel fertig ist, kommt man dann zurück, da dass es tatsächlich ein Auto ist. Und da der größte Punkt ist halt einfach Komfort und Geräuschdämmung. Man kann natürlich im gleichen Moment doch mal drüber nachdenken, Moment, ich habe Schaltwippen am Lenkrad. Schaltwippen am Lenkrad bedeutet natürlich, okay, ich kann ja auch immer im D-Modus runterschalten. Und wenn man dann zum Beispiel mal in der 4 ist, dann merkt man, das geht schon ganz gut und es schaltet auch gut. Und schwuppsdiwupps ist man wieder bei einem Tempo, wo man sich nicht nur um seine Spritrechnungen, sondern auch um Behördenrechnungen, die man per Post bekommt, Gedanken macht. Einfach weil man es akustisch auch irgendwo nicht wahrnimmt. Natürlich in den Kurven merkt man irgendwo das Gewicht und ein richtiger Kurvenräuber, egal wie ich mein Fahrwerk eingestellt habe, wird diese S-Klasse nicht werden. Das heißt, da die große Empfehlung für alle, die lange Strecken auf der Autobahn zurücklegen oder die in der Stadt einfach nichts mitbekommen wollen. Die sind in so einer S-Klasse genau richtig. Ich habe eine super Akustik, was die Isolation angeht, eine super Akustik, was meine Musikanlage angeht. Und ich habe halt einfach diese super, super bequemen Sitze, die ich so in ganz wenigen Autos bekomme. Allein schon auch wegen der Breite, die sie aufbauen, in weniger Autos reinpassen. Wenn man denn also dann nochmal so ein bisschen beschleunigt, hat man also die zwei Dinge, die man feststellt. Das eine ist, dass man die Geschwindigkeit einfach nicht merkt, obwohl sie sich aufbaut. Das heißt, der ja, rein objektive Unterschied zu einer E-Klasse hält sich durchaus in Grenzen. Und mit dem 350er ist man gut motorisiert. Und das andere große Thema, was man dabei hat, ist einfach die Akustik vom Motor. Das heißt, ja, man merkt, es ist ein Sechszylinder in V-Form, der irgendwie ein bisschen Akustik von sich gibt. Aber er ist halt hier wirklich in der zurückhaltendsten Form, wie man irgendwie Diesel fahren kann. Und das ist eben jene Stärke einer S-Klasse. Das heißt, ich habe unglaublichen Sitzkomfort, unglaublichen Komfort, was die Akustik angeht, komme unglaublich entspannt an. Wir kommen also auch entspannt ins Fazit. Und da ist jetzt die Frage, wenn wir bis jetzt nur gute Neuigkeiten über die S-Klasse haben, müsste es ja eigentlich auch ein Top-Gebrauchtwagen für jedermann sein. Es ist genau die richtige Zeit, sich genau diese S-Klasse zu kaufen und es ist ein sehr, sehr vernünftiger Gebrauchtwagen. Und bevor mich jetzt alle dafür steinigen möchten, werde ich es ein kleines bisschen erklären. Wir haben hier ein Diesel mit Euro 6. Wir haben hier ein Fahrzeug, was neu je nach Ausstattung 80, 90, 100.000 Euro gekostet hat und ich jetzt so im Bereich ja, zwischen, sagen wir mal, 22 und 30, 35.000 Euro unterwegs bin. Ich habe ja ein Auto, was mir alle erdenklichen Komfort-Features bietet und ich habe ja ein Auto, was ich so viele Teile mit den kleineren, ja, Modellbrüdern teilt, dass die Teile erschwinglich sind und das Auto gut im Unterhalt ist. Das heißt, ich kriege die Vorteile einer Luxuslimo ohne die Nachteile, nämlich mit den Vorteilen von massenkompatiblen Teilen und gutem Unterhalt. Und deswegen sage ich, es ist ein Auto, was verdammt, verdammt gut ist und für mehr Leute geeignet, als man im ersten Moment denkt. Und deswegen wird auch der Car Ranger Score höher werden, als man vielleicht denkt. Das fängt schon bei der Anschaffung an. Da gibt es nämlich 7 Punkte. Wenn man es mit dem Neupreis bedenkt, ist einfach mal schon 60, 70% des ursprünglichen Wertes weg.
Das heißt, ich habe den Wertverlust schon über mich ergehen lassen und es gibt viel Blech fürs Geld sozusagen. Dann haben wir das Thema Unterhalt. Auch da kriegt der stolze 6 Punkte, was es meistens für eine S-Klasse viel klingt. Aber wir haben einen Motor in der letzten Ausbaustufe, der ausgereift ist. Ich habe einen Verbrauch, der meistens einstellig sein wird, außer ich bin wie ein völlig Wahnsinniger unterwegs. Steuern ist natürlich ähnlich. Ich habe höchstens das Risiko, manche Elektronikkomponenten oder Nachtsichtgerät oder ähnliches zu haben, was halt ins Geld gehen kann, weil es ein bisschen besonders ist. Dann haben wir das Thema Platzangebot. Da gibt es aus meiner Sicht ganze 8 Punkte. Wer einen größeren Kofferraum als eine E-Klasse erwartet, hat das Prinzip der S-Klasse noch nicht ganz verstanden. Wer allerdings einfach mal Menschen, die hinter ihm sitzen, etwas Gutes tun möchte oder vorne einfach nur unendlich viel Platz haben möchte, der ist hier genau richtig aufgehoben, denn das kann die S-Klasse. Die Paradedisziplin der S-Klasse und damit auch das erste Auto, was wir mit 10 von 10 Punkten beim Komfort ausstatten sollten, ist eben nämlich jeder Komfort. Und da gibt es auch 10 von 10 Punkte. Es ist eine S-Klasse. Es gibt natürlich auch ein Luftfahrwerk. Es gibt auch das angesprochene ABC-Fahrwerk. Ich kann noch Sitze haben, die mich massieren. Ich habe in jedem Fall eine unglaublich gute Geräuschdämmung, rolle dahin. Und beim Komfort ist und bleibt die S-Klasse einfach Maßstab, an dem sich ja jedes komfortbetonte Auto irgendwo messen lassen muss. Beim Wiederverkauf gibt es dann 6 Punkte. Ja, der Wertverlust ist eigentlich schon durch, aber es gibt halt wenig Leute, die bewusst nach einer S-Klasse und so einer Luxuslimo suchen. Das ist halt immer ein ganz besonderes Klientel, also muss ich ein kleines bisschen mehr Zeit einplanen. Nichtsdestotrotz bleiben 37 Punkte für meinen Kopf hängen und ich sage, das ist ein ziemlich vernünftiges Auto, wenn ich bedenke, dass ich vor so einem, ja, beim Neupreis sehr, sehr teuren, sehr, sehr massiven Auto stehe. Kriege ich dann eigentlich auch was für mein Herz geboten. Und ich finde sie sehr schick, vor allem als Facelift, wenn sie so hier steht. Man kann natürlich noch drüber streiten, ob sie mit einem AMG-Paket schöner aussieht, ob die eine oder andere Felge schöner aussieht oder eine andere Farbe schöner aussieht. Aber eine schwarze S-Klasse ist einfach unglaublich zeitlos. Daher 7 Punkte. Und diese 7 Punkte gibt es auch beim Fahren. Der Fahrkomfort ist halt hier das, was man genießt. Man kommt von A nach B und nimmt seine Umwelt eigentlich fast gar nicht wahr und kann sich einfach auf das konzentrieren, was einem Spaß macht. Denn wenn einem Fahren Spaß macht, hätte man sich wahrscheinlich was Kleines, Leichteres geholt. Ja, bei der Ausstattung gibt es dann 9 Punkte. Die S-Klasse ist immer Vorreiter. Nachtsichtgerät hier zuerst reingepackt. Irgendwelche Seitenwindassistenten hier reingepackt. Es gibt nichts, was es zum Beispiel bei Sitzen gibt, was es hier nicht gibt. Also habe ich einfach jegliche Form von Unterstützung, da die 9 Punkte. Ja, beim Klang gibt es dann 7 Punkte. Ich höre halt nicht viel vom Diesel und es ist ein 3 Liter Diesel. Das passt aus meiner Sicht sehr, sehr gut und ist sehr, sehr vernünftig. Bleibt das Image. Und ich muss sagen, wenn jemand mit so einer S-Klasse vorfährt, wirkt es auf mich sehr, sehr vernünftig, weil ich einfach das komfortabelste Auto fürs Geld mir gesucht habe, was es irgendwie gibt. Und derjenige hat in meinen Augen auch 8 Punkte dafür verdient, macht insgesamt tatsächlich 38. Und wenn ich so drüber nachdenke, ist es ziemlich verrückt, dass wir jetzt tatsächlich eine S-Klasse 75 Punkte im Car Ranger Score geben, was ganz oben mit angesiedelt ist. Aber es ist tatsächlich vernünftiger, als man denkt, wenn man mal ehrlich drüber nachdenkt. Man hat den 3 Liter Diesel aus den kleineren Modellen. Man kommt schnell genug und sparsam genug von A nach B und hat halt all diesen Komfort. Jetzt ist natürlich die Frage, stimmt ihr mir zu und es ist vernünftig, eine S-Klasse 221 Facelift zu kaufen? Oder sagt ihr, nein, das ist totaler Humbug, Alex, man sollte ein ganz anderes Auto kaufen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao.